interdisziplinären DESG-Seminar. Es gibt einige Neuigkeiten. Ich begrüße zuerst einmal die ganz neuen Moderatoren. Wir sind ja eine Organisation, die sich stets verjüngt. Und das sieht man mir an. Frau Dr. Faulenbach ist das erste Mal meines Wissens vor 2 Jahren am letzten Seminar gewesen. Und ihr hat so gut gefallen, dass sie beschlossen hat, sie wird Seminarleiterin. Und sie hat den großen Teil dieses Seminars organisiert. Sie ist Diabetologin in Baden, Baden bei Zürich oder bei Aarau, wie man will. Und dort gibt es einige Mitarbeiterinnen. Die Barbara Müller ist Ernährungsberaterin. Trainieren in diesem Diabetologiekomplex dort in Baden-Täfernhof heißt es, glaube ich. Und sie ist Ernährungsberaterin, natürlich HF, und ist seit ich werde immer wieder korrigiert, zum Glück. Aber du hättest sicher das Anrecht darauf, oder? Ach so. Aha. Gut, also ich bin keine Ernährungsberaterin, arbeitet auch dort, ist seit 2003 Moderatorin bei der DESG. Dann die Monika Wehler ist auch aus Baden, allerdings nicht aus diesem Team, sondern vom Kantonsspital Baden. Sie ist, glaube ich, seit etwa 2007 dabei. Und wer ist noch aus Baden? Ah, jetzt ganz neu, ja, Entschuldigung. Die Katrin Egerter ist Diabetesberaterin und arbeitet sowohl am Kantonsspital als auch in dieser Praxis in Baden. Ist erstmals Moderatorin dieses Jahr. Und ich wünsche dir viel Erfolg natürlich. Dann auch ganz neu, ich sehe es jetzt, wie viele neue wir haben, ist der Dr. Hatzisack aus Trübach. Das ist oben im Rhein, dort bei Sargans. Und er ist dort sehr, sehr aktiv. Die haben an vielen Orten ein Ärztenetz und machen selbst, also das ist vor allem auch für die Kollegen interessant vielleicht, die das interessiert, mit ihm mal zu sprechen, weil er hat in diesem Ärztenetz eine sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten, Kurse etc. für Diabetiker, die er anbietet oder die das Ärztenetz anbieten. Also sicher für den einen oder anderen Kollegen hier ganz speziell interessant, und er ist auch erstmals jetzt Moderator. Nun machen wir einen Sprung ins Jahr 1990. Das war das erste interdisziplinäre Seminar. Da war Dr. Iselin und ich dabei. Das war noch in Lugnez, hätte ich fast gesagt. Das war noch in Wallis unten. Und er ist vor kurzem Chefarzt gewesen, innere Medizin. War immer ein eingefleischter Diabetologe neben seiner Tätigkeit als internistischer Chef. Ist jetzt Diabetologe immer noch im Rheintal und last but not least immer noch Präsident der Aargauer Ärztegesellschaft, oder? Eben. Gut. Dann kommt Urs Zumsteg, er ist Direktor oder Chef oder wie man sagt, der Kinderklinik Basel. Auch ein Endokrinologe, Diabetologe, aber auch mit erweiterten Aufgaben. Er ist seit 1993 dabei. Sie sehen, wir haben viele treue Moderatoren. Er hat mal einen Sabbatical genommen, um sich zu habilitieren, aber das war natürlich gut für uns und ist aber nachher zurückgekehrt. Dann Dr. Gräni, er ist auch schon ewig dabei, jetzt muss ich entschuldigen, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja, ungefähr, okay, jedenfalls über 10 Jahre, Dr. Gräni. War bis vor kurzem Chefarzt Innere Medizin in Wollhusen im Entlebuch, ist jetzt dort Endokrinologe und Diabetologe mit Praxis und macht auch noch Dienst. Das sind zwei ganz verrückte Mediziner, die sind zwar zurückgetreten, pensioniert, aber sie machen immer noch freiwillig Dienste. Und
sogar länger als 24 Stunden. Sie sind sich das aus der Jugend noch gewohnt. Das können die Jungen ja gar nicht mehr durchstehen. Das finde ich noch eindrücklich. Dann kommt die Mieke Jakobs, Ernährungsberaterin am USZ, am Universitätsspital Zürich. Sie ist auch ungefähr seit 1993 dabei. Wir haben früher zusammengearbeitet am Unispital, also auch eine bewährte Kraft. Dann kommt Marie-Therese Abbühl, da habe ich immer, muss ich aufpassen, dass ich nicht Ambühl sage, sondern Abbühl. Sie ist auch interessant, sie hat zwei Berufe. Sie ist Diabetesberaterin und Forschungsschwester auch am Unispital Zürich. Dann ist sie noch verheiratet. Aber der Mann ist eben Tierarzt und sie hilft ihm sehr viel in der Praxis. Das habe ich gemeint mit dem zweiten Beruf. Dann die Claudia Huber ist Master of Science. Das ist ganz eindrücklich. In England, Master of Science Diabetologie, hat in England studiert und hat eine Praxis etc. im Kanton Freiburg und ist in dem Sinn Diabetesberaterin nach unserem Jargon. Jetzt habe ich, glaube ich, alle aufgezählt, ich habe niemanden vergessen und ja, was gibt es noch zu sagen? Das Administrative heute Abend, das wirst ja du dann machen. Und ich hoffe, dass alle diese zwei Tage genießen und ich bin überzeugt, dass alle profitieren werden. Und Herr Iselin wird jetzt noch einige...